Hermesan Biobrain, Alarmstufe Killerbäume. Biggie Bang hat aus Versehen einen Riesenhaufen gefällter Baumstämme ins Rollen gebracht. Die Scoutbots sind überrollt worden. Und danach fehlte Biggie Bang ein Bein. Gott sei Dank hat Starlane sofort eine Idee gehabt. Sie will Biggie Bang ein Ersatzbein machen. Aus Biomasse. Aber ich weiß nicht, ist das eine gute Idee? Ist dieses komische Holz überhaupt eine gute Ersatzbein-Biomasse? Biobrain, wir brauchen dich. Und 3, 2, 1, Energie! Das ist ein Baum. Und er sieht bestimmt toll aus an dir. Also ein Baum nicht. Wie heißt es noch? Wurzeln? Hey, Biopoops, ist das wirklich ein Baum? Sag doch gleich, dass du lieber mit anderen redest. Starlane, jetzt sei doch nicht so. Du hast recht, es ist ein Baum. Starlane! Oder, Bio? Wurzeln, Stamm und Krone. Das sind die Bestandteile eines Baumes. Klick mit der Maus die markierten Bereiche des Bildes an, um nähere Infos darüber zu erhalten. Die Krone ist der belaubte oder benadelte Teil des Baumes. Die Blätter oder Nadeln produzieren mit Hilfe der Photosynthese lebenswichtige Nährstoffe. Der Stamm trägt das große Gewicht der Baumkrone, er muss daher sehr stabil sein. Gleichzeitig ist er elastisch, sodass er bei Stürmen nicht bricht. Der Stamm ist der Mittelteil des Baumes. Er leitet Wasser von den Wurzeln in die Baumkrone sowie Nährstoffe von der Baumkrone zu den Wurzeln. Die Wurzeln verankern den Baum in der Erde. Sie versorgen den Baum mit Wasser und Mineralstoffen. Von elastisch merke ich aber nicht so viel. Komisches Stück Baumstamm. Meine Werkzeugkiste ist leer. Ich habe nichts mehr zu essen. Kann man das essen? Gab es schon mal etwas, das du nicht gegessen hast? Sieht eigentlich ganz lecker aus. Besorg mir ein richtiges Bein, dann kriegst du's. Aber ich brauche eins aus Metall, nicht aus... Hey, Bioschleim, aus was besteht Baumstamm? Der Baumstamm besteht aus zwei Bereichen. Außen ist die Rinde, die sich aus Bast und Borke zusammensetzt. Innen ist der Holzbereich, bestehend aus Splintholz und Kernholz. Verbunden werden diese beiden Bereiche durch die Wachstumszone des Stammes, die als Kambium bezeichnet wird. Schau dir Bild und Text genau an, gleich gibt es eine Übung dazu. Hier kannst du dein Wissen über den Aufbau des Baumstammes überprüfen. Wie heißen die einzelnen Schichten nochmal? Schon ganz gut, aber nicht alle Bezeichnungen hast du richtig zu. Ja, jetzt hast du alle Bezeichnungen richtig zugeordnet. Klick auf Weiter. Borke klingt ja schon mal lecker, aber irgendwie war von Essbarkeit da nicht die Rede. Warum gibst du mir nicht eins von deinen Beinen? Du brauchst doch sowieso nur deinen Mund. Hey, jetzt reicht's. Biobrain, bitte informier die beiden Streitbots nochmal über Bestandteile und Funktionen von Rinde und Stamm. Eine Menge neuer Begriffe. Wiederhol die Bestandteile und die Funktion von Rinde und Stamm und lerne etwas über ihre Aufgaben dazu. Schon ganz gut. Einige Antworten stimmen, aber nicht alle. Versuch's nochmal.
Ja, jetzt stimmen alle Antworten. Klick auf Weiter. Ach, das wächst auch noch? Komm, wir tauschen. Du gibst mir eins von deinen Beinen, dafür kriegst du dieses Holzdings. Schmeckt gut, wächst nach. Super. Aber was ist, wenn's giftig ist? Krieg ich dann mein Bein wieder? Wenn du dann noch lebst. Woraus besteht das Holzding eigentlich? Auf die Moneybox. Klick mit der Maus die markierten Bereiche der Bilder an, um mehr über den Aufbau von Holz zu erfahren. Holz setzt sich aus Splintholz und Kernholz zusammen. Die Holzzellen im Splintholz bilden spezielle Leitungsbahnen, die Gefäße. Das im Cambium neu gebildete Holz heißt Splintholz. Die lebenden Holzzellen im Splintholz bilden Gefäße, die dem Baum als Wasserleitung von den Wurzeln bis zu den Blättern dienen. Stirbt das Splintholz ab, wird es zum Kernholz. Das ist sehr hart und bildet die tragende Säule im Baum. Konservierungsstoffe wie Harze und Gerbstoffe sorgen dafür, dass sich das tote Kernholz nicht zersetzt. Wie alt ist das überhaupt? Ist das Haltbarkeitsdatum vielleicht schon abgelaufen? Wenn du mir nicht dein Bein gibst, dann werde ich deine Haltbarkeit beenden! Und zwar subito! BioBrain, bitte hilf uns bei der Altersbestimmung! Bäume können sehr alt werden. Das Wachstum des Baumes hinterlässt Spuren in der Maserung des Holzes. Dort bilden sich die sogenannten Jahresringe. Sehr gut. Du hast die Jahresringe dem richtigen Alter zugeordnet. Klick auf Weiter. Jahresringe sind also wie Kerzen auf der Geburtstagstorte? Ja, aber die Jahresringe kannst du sogar mitessen. Klingt gut, aber wie entstehen die? Auf die Moneybox! Klick mit der Maus auf die markierten Bereiche der Grafik, um nähere Informationen darüber zu erhalten. Je nach Ausprägung eines Jahresringes können die Wachstumsbedingungen abgelesen werden. Breite Jahresringe zeigen ein Jahr mit guten Wachstumsbedingungen. Ausreichend Regen und Sonne und eine gute Nährstoffversorgung. Schmale Jahresringe deuten auf schlechte Wachstumsbedingungen hin, zum Beispiel Trockenheit oder schlechte Nährstoffversorgung. Jahresringe bestehen aus einem hellen und einem dunklen Teil. Der helle Teil entsteht im Frühjahr, wenn der Baum viel Wasser braucht. Das Cambium bildet dann weite, dünnwandige Holzzellen, da passt viel Wasser durch. Der dunkle Teil entsteht im Sommer. Dann ist es warm, es regnet seltener. Das Cambium bildet engere Zellen, um das wenige Wasser effektiver zu transportieren. Zwischen Hochsommer und dem folgenden Frühjahr kommt es zu keinem dicken Wachstum mehr. Dieses Holz ist eindeutig schlecht. Die Jahresringe sind zu breit. Hast du den Baum immer noch nicht angezogen? Ihr habt doch alle überhaupt keine Ahnung. Die Jahresringe sollten eigentlich gezackt sein. So kann ich das nicht essen. Und was sind Jahresringe? BioBrain, ich glaube, es ist besser, wenn du das nochmal erklärst und nicht Hubble. Was erzählen Jahresringe über die Wachstumsbedingungen? Einige Aussagen über die Jahresringe stimmen, aber nicht alle. Ja, jetzt weißt du Bescheid. Alles richtig. Klick auf Weiter. Danke, BioBrain. Gute Arbeit. Big Bang schmollt aber immer noch. Oh, was hat Hubble denn da? Ist das etwa das verlorene Bein von Big Bang? Wunderbar, endlich kehrt wieder Ruhe ein. Ah, aber halt, Hubble will das Bein behalten als Grillzange. Oh oh, hoffentlich wird Biggie Bang da nicht... Leider doch, Biggie Bang ist wieder der Alte und will Hubble in Einzelteile zerlegen. Mir reicht's jetzt, ich brauche eine Pause. Ende und over.